Jo, hi. Ich bin der Stefan und das ist mein erstes Let's Play. Vielleicht mache ich noch ein paar andere, das kommt ganz drauf an, wie das hier ankommt. Und wie man sehen kann, ich werde Let's Plays von DOS-Spielen machen, oder generell Spielen, die damals nur unter DOS entwickelt wurden. Und wir fangen an mit Turian. Turian ist ein Scrolling-Shooter, so nennt man die Dinger, 1995 von World 3 Games Production entwickelt und von dem etwas bekannteren Publisher Epic Mega Games rausgebracht. Das Ding hat zwei Modi. Das ist einmal der Full-Mode, den wir hier gerade starten, und den Arcade-Mode. Der Arcade-Mode ist für die Leute, die einfach mal drauf losballern wollen. Und in diesem Full-Mode hier ist das Ganze ein bisschen schöner gemacht mit einer kompletten Story. Das heißt, ich werde das jetzt hier nicht alles durchlesen für euch. Einfach nur mal drüber scrollen. Das ist unser kleines Schiff, das wir von Anfang an haben. Nein, ich will nicht raus. Hoppla. Und das Interessante ist, wir können ja von Anfang an unsere Credits verteilen. 10.000 Stück davon haben wir. Zum Beispiel in eine etwas hübschere Frontkanone. Nehmen wir hier die mal für 750. Ja. Und was haben wir hier? Eine Reargun. Oh, nach hinten schießen. Fand ich jetzt nie so sonderlich spannend bei diesen Spielen. Sieht cool aus, aber ne, bringt nichts. Weg damit. Schild haben wir schon, das teuerste, jo, reicht für jetzt. Ein Generator, Energie, kostet viel, lassen wir. Left Sidekick, da wird die ganze Sache doch schon interessanter, um ein bisschen Feuerkraft nach vorne zu geben. Und ich denke mal, genau das brauchen wir jetzt erstmal am Anfang zum Demonstrieren. Nehmen wir hier links und rechts diesen kleinen für 2000. Und nein, ich brauchte keinen Generator. Und ich denke, dann starten wir das ganze Ding nur einfach mal. Und die Devise ist natürlich ballern, ballern, ballern. Ganz witzig finde ich hier, dass es auch immer wieder Gebäude gibt, die man kaputt schießen kann. Also abseits von den ganz normalen Gegnerscharen, die hier auf einen zugeflogen kommen. Ja, Geld wird auch schön aufgesammelt. Persönlich bin immer noch ein Freund von diesen Pixel-Art-Grafiken und so mancher Pixel-Art-Künstler kann sich meiner Meinung nach an dieser Grafik immer noch eine Scheibe abschneiden. Die ist so detailliert, wie sie sein muss. Nicht übermäßig, aber auch nicht zu wenig. Manche Leute jetzt vielleicht an der Stelle vermissen ist, dass hier keine Gegenstände rumfliegen, sowas wie Waffen. Das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass ich jetzt hier im Full-Mode spiele, das heißt auch sozusagen im Story-Mode. Und da ist es halt primär darauf ausgelegt, diese Sachen halt zu kaufen. Für denjenigen, der das ein bisschen cooler findet, hier einfach Waffen einzusammeln. Der muss dann halt im Arcade-Mode spielen, dafür gibt es keine Story, aber mehr Waffen. Aber bisher komme ich ja ganz gut zurecht. Auf der rechten Seite sieht man diesen blau-gelben Balken da. Blau-gelb-rot-gelb meine ich natürlich. Das ist unser Energiebalken. Das heißt, wenn uns da irgendwann mal die Energie für unsere Waffen ausgeht, dann müssen wir natürlich noch teure Generatoren kaufen. Unten der blaue Balken, das ist unser Schild. Das lädt sich automatisch immer wieder auf. Das sollte nicht auf Null gehen, sonst macht's bumm. Jetzt wird's still.
habe ja schon immer diese seitlich fliegenden Viecher gehasst. In den meisten Sideshow-Shootern... Oh, was ist das denn? Weg damit. Ich glaube, das kann ich nicht zerstören. In den meisten Side-Scroll-Shootern sind das immer so kleine Viecher, die man nie kaputt kriegt und die einen dann immer direkt in die Seite reinfliegen. Ziemlich ätzend. Aber hier scheint es zu gehen. Na, geht hier weg. Ja, mit so kleinen Dingern wollte mir jetzt auch nicht kommen. Aha. Und da ist auch der Endgegner für dieses Level. Ganz witzig finde ich jetzt hier, dass man dem erstmal Einzelteile wegschießen muss. Und batsch. Selber schießt auch ein bisschen unmotiviert. Der macht mir jetzt momentan nicht wirklich Angst. Einfach weiter drauf schießen. Dauerfeuer, Tesa. Ich spiele das leider jetzt mit der Tastatur, das heißt, eine echte Dauerfeuertaste habe ich nicht, aber für dieses Spiel ist es optimal, sowas zu haben. Und so ein Joystick gibt es ja mittlerweile auch für die USB-Schnittstelle. In teuer. Und in günstig. Und das war's auch schon. Erstes Level geschafft. Und das war's mit meinem ersten Let's Play. Danke fürs Zuschauen.